Okay, ihr wollt genau sehen, wie viel Sonnencreme ihr auftragen müsst. Kein Problem, wir wiegen es einfach ab. Ich benutze jetzt die Skin City EOS Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30 und werde einmal pumpen. Wie ihr seht, mit einmal pumpen habe ich ungefähr den Wert erreicht, den ich in meinem Gesicht ausgerechnet habe. Pumpen wir nochmal. Und dann haben wir quasi schon die Menge, die ungefähr auf Gesicht und Hals und Ohren aufgetragen werden muss. Hier ist ein kleiner Teelöffel für euch, einmal als Referenz, damit ihr wisst, wie viel ihr ungefähr auftragen müsst. Legt euch einfach einen Teelöffel ins Bad.